So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich mit einem Glück auf. Das hat seinen Grund, denn wie Sie sehen, sind wir heute zu unserem Podcast Belandratung nicht im Landratsamt des Burgenlandkreises, sondern sind hier in einem historischen Denkmal, nämlich im Hermannschacht, in der Brikettfabrik Hermannschacht in Zeitz. Und dazu sind zwei Gäste heute hier, die auch hierüber viel sagen können. Ich begrüße ganz herzlich den Betriebsratsvorsitzenden des Unternehmens MIPRAG, natürlich auch mit einem Glück auf, Volker Jahr, sehr herzlich. Schön, dass Sie hierher gekommen sind, dass Sie das eingerichtet haben, Herr Jahr. Und ich begrüße Ulrike Kalteich ganz herzlich, die Geschäftsführerin der Kulturstiftung Hohenmölsen ist, die sich auch sehr intensiv mit Bergbautradition, Heimatpflege und dem Thema Kultur und die Identifikation mit dem Bergbau beschäftigt. Hier drüben steht eine sehr historische Anlage. Das ist eine Produktionsanlage für Briketts, Herr Jahr. Das ist eine alte Brikettpresse, Einstrangpresse aus den 1800er Jahren. Wahnsinn. Und dann kam hier dann der Kohlenstaub herunter in diesen Trichter? Oder wie über den Trichter wurde die gemahlene, getrocknete Kohle der Presse zugeführt und mit Hilfe der Schwungräder in einen Heißluftzylinder wurde der Pressenstempel angetrieben, die Briketts gepresst und dann nach außen transportiert zum Abkühlen und dann später zum Verladen. Wann ist das hier entstanden, Ulrike? Weißt du das? Also die Presse ist von 1883. Ist so ein Vorläufer, ist die älteste Brikettpresse der Welt überhaupt. Aber die Brikettfabrik an sich ist dann richtig gegründet 1889 von Richard Herrmann. Der war der Direktor der benachbarten Zuckerfabrik und brauchte Brennstoff für seine Zuckerfabrik und hat deshalb aus den benachbarten Gruben, also Hermannschacht heißt es ja hier, aber es war gar kein Schacht, sondern Richard Herrmann hat aus den benachbarten Gruben die Kohle anliefern lassen über Seilbahnen und hat dann hier in der Brikettfabrik die Briketts gepresst, um mit denen drüben seine Zuckerfabrik zu beheizen, beziehungsweise für die Zuckerfabrik ging direkt die Rohkohle zum Verheizen und die Briketts waren dann für Haushalte oder für andere Industrien. Was man jetzt nicht sieht, um uns herum gibt es eine ganz moderne Industrie. Es gibt Südzucker als Produzent eben von Zucker. Es gibt eine Ethanolfabrik. Es gibt eine Fabrik, die Stärke herstellt. Und dann diese kleine historische Insel. Wenn jetzt ein Bergmann hierher kommt, geht einem da das Herz auf, Herr Jahr? Oder was empfindet man dann hier? Sie sind schon lange im Bergbau tätig, Sie haben da gelernt, haben da gearbeitet, jetzt sind Sie Chef des Betriebsrates. Was empfindet der Bergmann hier? Man findet hier viele alte historische Geschichten, die das Leben des Bergmannes darstellen und erzählen. Unweit von hier gibt es den Standort Deuben, dort steht auch noch eine Brikettfabrik, die etwas älter ist und bis vor 2 Jahren noch in Betrieb waren. Die Technik ist dort aus den 30er Jahren, also nicht ganz so alt wie hier, aber die Abläufe ähneln dem, was auch hier passiert ist. Sowas zu erhalten ist wichtig, damit die Bergleute oder die Familien der Bergleute oder dann der ehemaligen Bergleute sich mit ihrer Geschichte und ihrer Heimat identifizieren können. Ja? Ulrike, oder? Ganz genau. Also es hat aus meiner Sicht jetzt verschiedene ganz wichtige Gründe. Zum einen, wer seine Vergangenheit nicht kennt, kann seine Zukunft nicht gestalten. Also wir müssen uns permanent mit dem, was früher gewesen ist, auseinandersetzen, müssen das begreifen und müssen es wertschätzen. Weil das, was hier passiert ist in der Brikettfabrik oder überhaupt im Bergbau hier ringsum, das Zeitz-Weißenfelser Revier ist die Wiege der industriellen Entwicklung hier für diesen Bereich in Mitteldeutschland gewesen, weil hier durch die Kohle, die hat hier eine 200-jährige Tradition, war ein Rohstoff vorhanden, der für sehr viel Wohlstand gesorgt hat bei den Leuten hier. Und zum einen
Brikettproduktion und die ganzen verarbeitenden Industrien, Verschwelungen, Teerfabriken und so weiter und so fort, aber dann auch die ganzen Zulieferer, die da dranhängen. Und jeder hat in seiner Familie irgendwie jemanden, der im Bergbau gearbeitet hat. Und das ist für die Identifikation hier natürlich ganz wichtig, dass die Leute, die wissen, mein Großvater war Bergmann oder meine Mutter arbeitet heute noch bei der Mibrag oder irgendwas. Und wir haben alle eine Beziehung zum Bergbau, egal ob das historisch ist oder heute noch. Und ja, es ist extrem wichtig, die Erinnerung wachzuhalten und zu wertschätzen, was hier geleistet wurde. Neben diesem Industriedenkmal gibt es ja noch weitere. Eins davon ist Paul II. Das ist eine Schacht, ein Turm, unter dem sich letztlich ein Schacht befindet und der ziemlich heruntergekommen ist, wo aber jetzt durch den Strukturwandel die Chance besteht, dass der wieder hergerichtet werden kann. Es wurde also auch mal unter Tage Braunkohle abgebaut. Ne? Das war, glaube ich, so einer der Orte dort. Ja, der Einstieg in die Braunkohle war unter Tage. Bis dann irgendwann mal jemand festgestellt hat, zu tief ist es gar nicht, das können wir auch im Tagebau bauen, wie es heute ja noch gedacht wird. Gibt es da noch andere Standorte für Untertagebau oder ist Paul II jetzt der einzige? Es gab hunderte Gruben hier früher. Also die waren am Anfang. Aber ich meine, jetzt sichtbar an der Oberfläche ist nur noch Paul II. Das Einzige, was jetzt noch sichtbar ist, ist der Förderschacht von Paul II, dieses Fördergerüst. Und wir sind unglaublich froh, dass es jetzt sich einen Weg aufzeigt, dass wir den retten können, weil das ist eine Landmarke, mit dem sich die Leute hier auch sehr identifizieren. Und früher ging ja die Straße direkt dort lang und man wusste immer, man ist Paul II, jetzt ist man im Revier. Ich war vor 2 Wochen mal dort, habe mir das mal angeschaut, da ist ja einiges zu tun, aber es ist auf den Weg gebracht, wird sicherlich ein paar Jahre dauern und dann hat man da, wie du sagst, eine Landmarke, mit der man dann auch in der Region und von weit her schon sehen kann, hier ist Bergbaugebiet. Das ist Bergbaugebiet und das bleibt es auch noch eine ganze Reihe von Jahren, aber der Ausstieg aus der Kohle ist vom Bund beschlossen worden. Bis 2038 soll das geschehen. Etwas eher schon, glaube ich, wird der Tagebau in Profen schließen. Wie ist da die Situation jetzt bei der Mibrag-Kajar? Ist das eine schwierige Lage, in der man sich da jetzt befindet? Welche Gedanken machen sich die Bergmänner und Bergfrauen? Der Ausstieg aus der Kohle 2038 ist für komplett Deutschland. Für das mitteldeutsche Revier gibt es 2 Termine für den Ausstieg. Der eine, wie Sie gesagt haben, 2034 Tagebau Profen, weil das der Auslauf vom Kraftwerk Schkoba ist. Und der zweite Termin betrifft aber unseren sächsischen Teil, das ist der Tagebau Schleenhain mit dem Kraftwerk Lippendorf 2035. Auf dem Weg zu dem Entschluss der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung waren die Bergleute viel unterwegs und haben für ihre Rechte, für ihre Arbeitsplätze demonstriert. Man kann sich, denke ich, da an dies oder jenes erinnern. Berlin mit über 25.000, in Halle, auch aber in den einzelnen Revieren bei der LEAG oder bei RWE. Die Kollegen tragen den Kompromiss mit. Sie wissen, dass sie irgendwann endlich einen Ausstieg aus ihrem jetzigen Job haben. Aber bis dahin wird der Job nach wie vor gebraucht. Wie Sie vorhin sprachen von der Fabrik Südzucker, die wird heute noch mit Rohbraunkohle als Energieträger versorgt aus dem Tagebauprofen heraus. Das Kraftwerk Schkoba, auch wenn man bei der Deutschen Bahn immer wieder liest, wir fahren mit Grünstrom, aber der Strom kommt zu großen Teilen aus dem Kraftwerk Schkoba. Genauso ist es. Und das Kraftwerk Lippendorf versorgt die Stadt Leipzig mit Fernwärme und die Energie in das Netz hinein. Die Stimmung geht, die Mitarbeiter akzeptieren das, verlangen aber verlässliche Bedingungen von der Politik, dass man auch bis 2034 für Profen überhaupt kommt. Man wünscht sich von der Geschäftsführung, dass es Zukunftsfelder und damit Weiterbeschäftigung für die Mitarbeiter gibt, dass hier in dem Land nach wie vor Industrieplätze existieren, dass keine aussterbende Region hier entsteht. Und die großen Zahlungen, die jetzt in der Lausitz geflossen sind oder auch ins Rheinische Revier, die gab es ja hier nicht. Nein. Das macht jetzt die Lage sicherlich nicht einfacher, sondern eher noch schwieriger, diese neuen Rahmenbedingungen auch für das Unternehmen und im Unternehmen zu schaffen. Wobei ich mir denke, das wäre natürlich für die Beschäftigten der ideale Weg, dass das Unternehmen sich schrittweise so verändert, dass alle im Unternehmen dann auch eine Chance haben, Neues zu machen. Das ist richtig. Die LEAG und die RWE erhalten Entschädigungsleistungen auf Grundlage des Kohleverstromungsbeendigungsgesetzes. Das sind immer wieder wunderschöne Namen, die erfinden. Das ist Bürokratie. Ja. Da die Mibrag kein Betreiber von Kraftwerken ist, fallen wir nicht unter dieses Gesetz und erhalten auch keine Entschädigungsleistung, obwohl wir
unsere Unternehmensplanung in Summe 5 Jahre für den sächsischen Teil vorziehen müssen. Prüfen läuft planmäßig normal. Das heißt, wir müssen die Finanzmittel für die Rekultivierung, die im Anschluss ansteht, zu der wir verpflichtet sind und zu der wir auch stehen, selber erwirtschaften. Da gibt es die Absprachen mit dem Sächsischen Bergamt sowie mit dem Landesamt für Geologie in Sachsen-Anhalt festgeschriebene Schritte, wie die Finanzleistung zu erfolgen hat, dass die Aufgaben für die Rekultivierung nach Beendigung der Auskohlung sichergestellt sind. Nebenbei wollen wir unsere Mitarbeiter gut bezahlen, auch das schaffen wir noch. Und als drittes Tüpfelchen dann obendrauf kommen die Ideen und Gedanken für die neuen Geschäftsfelder, die ja am Anfang erstmal Geld kosten, bevor sie irgendwann mal Geld bringen. Aber wir sind sicher, dass wir sowas meistern werden. Naja, eine gute Grundlage ist ja, dass die MIPRAG Flächen hat, auch Industrieflächen hat, wo Neues entstehen kann, wo zum Beispiel dann auch erneuerbare Energie entsteht, die man dann einsetzt, vielleicht sogar daraus Wasserstoff oder Ähnliches entwickeln kann. Also ich stelle mir da schon vor, dass da vieles gehen kann und vieles gehen wird. Aber wir brauchen natürlich jetzt auch finanzielle Rahmenbedingungen, die dann eben über das Strukturstärkungsgesetz nicht direkt ins Unternehmen fließen können, aber wir Kommunalen den Rahmen dann so vielleicht ziehen können, dass das Unternehmen sich gut entwickelt. Die Region um Hohenmölsen, da arbeitet ja die Kulturstiftung, die ist ja da auch betroffen, die Fernwärmeversorgung in Hohenmölsen, aber nicht nur in Hohenmölsen, auch noch in anderen Orten im Kernrevier, hängt ja auch an der Wärme, die aus der Kohle kommt. Wie soll das weitergehen? Und da bin ich nicht so informiert. Da müssen wir Andy Haug dazu befragen. Genau. Da gibt es also ein größeres Projekt, an dem man arbeitet, um schrittweise da auch mit der MIPRAG zusammen eine Lösung zu finden, um da umzustellen, damit am Ende die Leute weiterhin Wärme zu Hause haben. Das ist ja auch in Leipzig ein Thema. Ne? Die Fernwärmeversorgung muss schrittweise umgestellt werden. Die Leipziger sind da ein bisschen zu rasant. Zu rasant, würde ich auch sagen, ja. Dann, das könnte diesen Ausstieg im Tempo erhöhen, wenn da jetzt zu früh die Umstellungen erfolgen? Gut, die Fernwärme aus Lippendorf ist vom Prinzip her Abfallprodukt. Abprodukt. Im Moment sehr gut verwendet mit der Versorgung Leipzig von der Fernwärme. Wenn Leipzig sich dann abkoppeln will, fällt dieses Abfallprodukt einfach in die Atmosphäre ab und wird abgeblasen und gut ist. Aus meiner Sicht vollkommener Blödsinn. Das Kraftwerk läuft noch bis 2035 auf alle Fälle. Da sollte man das, was dort produziert wird, auch wenn es ein Abfallprodukt ist, auch genutzt werden und nicht diese voreilige Geschichte an die Tagesordnung rufen und mitten in die Stadt Leipzig ein Gaskraftwerk hinbauen, was vielleicht irgendwann auch mal mit umweltfreundlichen Gasen arbeitet. Aber es muss nicht zwingend 23 ans Netz gehen und damit, sagen wir, Lippendorf ein Stückchen unwirtschaftlicher machen. Hm. Aus meiner Sicht Blödsinn, aber ich kann es nicht verhindern. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken, da geht es ja um die Frage Arbeitsplätze in der MIPRAG, auch außerhalb der MIPRAG. Es geht aber auch um Wohnumfeld, um das, was sich in der Bergbaufolgelandschaft verändert. Und dann letztlich um die Frage, können wir junge Leute zum Beispiel aus dem Leipziger Raum gewinnen, hierher zu ziehen, hier zu bleiben oder auch hier zu arbeiten in neuen Beschäftigungsfeldern. Wie kann man junge Leute überhaupt für diese Region gewinnen? Da gibt es, glaube ich, in der Kulturstiftung Hohenmölsen interessante Projekte. Jeden Sommer lockt ihr hier Leute, junge Leute in die Region. Kurz nach dem Sommerloch. Kurz nach dem Sommerloch. Im September. Wir heißen zwar Sommerakademie, aber es ist immer im September. Also wenn das jetzt gemeint ist. Genau, diese Sommerakademie. Genau, ich war selbst noch nie da. Ich weiß, das wird mir mittlerweile aber, schon zum Kalender zücken, 19. bis 21. September dieses Jahr. Okay. Wir laden uns immer Nachwuchswissenschaftler und Schüler und überhaupt Interessierte ein. Die bringen ihre eigenen Themen mit, die sich bei uns natürlich mit dem Thema Strukturwandel und Revier beschäftigen und stellen uns die vor. Wir diskutieren das mit ihnen, haben hochkarätige Experten da. Das sind Professoren der umliegenden Hochschulen. Professor Bergner ist unser Juryvorsitzender. Wir vergeben auch einen Förderpreis. Und von Merseburg, von der
Bergakademie Freiberg, von der Universität Leipzig, von der MIBRAG, überall sind Experten, die mit unseren jungen Leuten deren Themen diskutieren. Und die Themen, die reichen, drehen sich hier halt ums Revier und die reichen von, kann ich auf einer Bergbaufolgelandschaft eine Kurzumtriebsplantage etablieren, kann ich im Tagebaurestloch eine Fischzucht machen, aber auch, wie sieht es mit der Digitalisierung aus hier im ländlichen Raum? Oder wie vermittle ich Kindern und Jugendlichen Projekte? Unsere Preisträgerin vom letzten Jahr zum Beispiel hat einen Geocaching-Pfad zum Thema Bergbau entwickelt als Schularbeit. Es war eine Gymnasiastin, die hat unseren Förderpreis gewonnen. Und da diskutieren wir gemeinsam eben Themen, die hier in der Region sind, auch mit dem Ziel, die Leute für die Region zu erwärmen und zu zeigen, hier geht was, hier gibt es was. Und gerade jetzt auch im Strukturwandel. In diesem Jahr heißt unsere Sommerakademie Auf zu neuen Ufern. Sind da jetzt die Seen da gemeint? Da sind eben nicht die Ufer unserer beiden neuen Seen gemeint oder wie viele es auch werden, sondern wir suchen Talente und Chancen. Wir wollen aufzeigen, hier tut sich was, hier geht was. Und gerade im Moment, wir können es ja jetzt planen. Wir wissen, was auf uns zukommt. Das ist nicht so ein Strukturbruch wie in den 90er Jahren, sondern jetzt wissen wir, es ist langfristig und es ist abzusehen, was passiert. Und wir haben Gelder dafür. Also, liebe junge Leute, kommt her, diskutiert mit uns eure Projekte. Wir können die hier vielleicht sogar umsetzen und es tut sich was. Und also da kommen dann Ideen von außen rein. Genau. Und ein anderer Weg ist ja, die Ideen sozusagen innen zu sammeln mit der Bevölkerung vor Ort. Da haben sich jetzt die Umliegergemeinden um den Tagebauprofen zu einem Lyrek, das ist auch so ein Wortspiel, länderübergreifendes regionales Entwicklungskonzept zusammengetan. Ja. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist ja, wir müssen die Menschen mitnehmen, müssen die befragen und die einbeziehen in diesen Prozess. Ist das was, das ist ja jetzt angelaufen, warst du da auch mit beteiligt? Da sind wir auch mit. Genau, ist das was, was tatsächlich angenommen wird, gerade jetzt, wir sind in der Pandemie, so richtig zusammenkommen kann man ja nicht, jedenfalls nicht in echt. Wir müssen ja auch im Abstand stehen, dass wir überhaupt die Masken abnehmen können. Vieles geht ja jetzt nur digital, das ist eigentlich keine gute Zeit, um die Leute so richtig zu erreichen, oder? Ist in keinem Bereich momentan. Ne? Das trifft genauso unser Lyrek. Also es ist noch Luft nach oben, glaube ich. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Herr Jahr hat ja gesagt, das ist ja jetzt ein Prozess bis 2034 und auf sächsischer Seite bis 35. Also wir müssen nichts übers Knie brechen. Trotzdem gucken und schielen ja auch alle danach, was wird denn jetzt eigentlich gemacht? Ja. Welche Projekte werden denn jetzt umgesetzt? Und es ist auch ganz wichtig, dass man die Leute jetzt schon mitnimmt, dass man ihnen ein Signal gibt, wir laden euch ein, wir diskutieren mit euch. Und das ist dieses Format der Bürgerdialoge gibt. Also das glaube ich schon, ne? Das fing vor einem guten Jahr an, direkt hier im Hermannschacht. Haben wir, ich glaube, durch Zufallsauswahl 50 Leute zusammengebracht. Das ist über ein Jahr her, es war noch vor der Pandemie. Und da sind die ersten Ideen aus der Bevölkerung zusammengetragen worden. Übrigens auch viel zum Thema Bildung, was mir auch sehr am Herzen liegt. Und deshalb sind auch hier in Zeitz jetzt einige Bildungsprojekte in Vorbereitung, die letztlich dann die Grundlagen dafür legen sollen, dass die Menschen auch weiterhin eine gute Ausbildung in der Region zugeschnitten auf die Industriebetriebe, die es dann hier gibt, haben. Und da bringt sich die MIBRAG ja in Profen in einer überbetrieblichen Ausbildung, die sie auch für andere Unternehmen ja mit durchführt, schon jetzt hervorragend ein. Das ist auch was, wovon die anderen Unternehmen der Region profitieren. Können Sie da noch ein bisschen was zu Profen sagen, wie das läuft? Wir bilden ja im Moment im Profen schon Auszubildende in hoher Qualität aus, mit mehrfacher Auszeichnung. Sind stolz auf diese Ausbildungsstätte, obwohl wir in den letzten 2-3 Jahren unsere Auszubildenden selber nicht mehr übernehmen konnten, aufgrund des Absatzrückgangs und anderer Geschichten. Wir bilden aber genauso für Siebzucker aus. Wir bilden für AGO, dem Traktorhersteller in Hohenmölzen aus und dann noch für ein kleineres Industrieunternehmen im Industriepark Tröglitz aus. Und Grundgedanken und Projektideen für die Geschichte in Zeitz, da bringe ich die nächste schöne Geschichte, ist TIM, das Technische Innovationszentrum Mitteldeutschland, wo überregional geplant ist, eine Aus- und Weiterbildungsstätte für um die 300 Auszubildende, Weiterbildende zu schaffen und aufzubauen. Weil dann ist unser Projekt für sowas zu klein. Wir haben in Summe 130 Auszubildende über die vielen Jahresscheiben hinweg und stellen jedes Jahr um die 40 wieder ein.
Aber das Projekt TIM ist auch im Laufen und hilft der Region, dass die jungen Menschen hier eine Ausbildung kriegen, hier wohnen können und hoffentlich auch hier eine Arbeit finden und hier bleiben können in der Region. Genau, davon habe ich auch schon gehört. Wir haben gestern erst digital wieder zusammengesessen, um über dieses Projekt zu reden. Und da könnte was Tolles daraus werden. Der Berufsschulteil, den die Berufsschule in Zeitz macht, TIM, der den betrieblichen Teil der Berufsausbildung dann übernimmt und das Ganze sozusagen in eine Zukunft, in eine digitale Zukunft auch mitnimmt, also da noch mehr im Bereich digitaler Ausbildung übernimmt. Ich bin gespannt, wie das alles funktionieren kann. Und wir sind uns aber alle sicher, dass auch dafür die Kompetenz, in dem Fall die pädagogische Kompetenz der Ausbilder der MIPRAG gebraucht wird und damit eine Zukunft entstehen kann, die auch nach dem Bergbau dann in dieser Region viel Zuversicht mit sich bringt. Ich habe hier so ganz kleine Kohle-Briketts, die da hinten in einem Modell gefertigt wurden, die mir vorhin übergeben wurden. Und die nehme ich jetzt als Erinnerung an den Besuch hier im Hermannschacht mit nach Hause. Danke ganz herzlich meinen beiden Gesprächspartnern und hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick in das Herz der Bergbaulandschaft und des Mitteldeutschen Reviers hier in Zeitz gewonnen. Vielen Dank und Glück auf!